Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder auch wissen möchtest, wann meine nächsten Live-Auftritte stattfinden, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort auf dieser Webseite lade ich dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du monatlich über meine Tätigkeiten und auch über die zukünftigen Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bedanke mich sehr für alle eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks und auch für Themenvorschläge, auf die ich natürlich in den nächsten Monaten eingehen werde. Ich bin stolze Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. In der heutigen Interviewfolge habe ich ein Interview für euch mit der Pianistin Fidan Agajewa-Edler. Hallo liebe Fidan Agajewa-Edler, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik leben. Willkommen. Hallo Irene. Schön, dass wir hier sind. Ja, wir sind gemeinsam in Seesen, weil wir heute Abend hier sogar einen Livestream haben mit Werken von Hans Mittendorf. Sitzen hier in einem Hotelzimmer und ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Eigentlich bin ich erst in meinem Masterstudium zur neuen Musik gekommen. Früher hatte ich wenig Zugang zu guten neuen Musik und ich war immer ein bisschen skeptisch. Aber dann war ich in ganz neuen Umgebungen in Norwegen und mein ehemaliger Professor, Einar Röttingen, der war sehr versiert, hat riesen zeitgenössisches Repertoire gepflegt und immer neue Werke studiert, aufgenommen und so weiter. Und er hat mir damals in die Hand eine CD gedruckt von seinem ehemaligen Lehrer David Birch, der Klavierwerke von George Crumb aufgenommen hat. Ich wusste gar nicht, also ich kannte den Komponist nicht und er hat mir so, hör dir mal das zu und dann sag mir, ob du das magst oder nicht. Und ich war sehr skeptisch und die CD lag so vielleicht ein halbes Jahr im Regal bei mir. Ich habe dann Beethoven, Debussy und lauter romantische Werke gemacht und irgendwann habe ich es mir zugehört und es war so eine, wie soll ich sagen, Offenbarung, so Revelation. Das, oh Gott, das ist erstmal so schön. Also die Musik war natürlich zum Einsteigen in die zeitgenössische Musik, das war einfach perfekt und es war einfach zum ersten Blick sehr schön und dann habe ich in die Noten reingeschaut und ich dachte, oh mein Gott, kann ich das überhaupt alles spielen? Was ist diese ganze Notation? Was mache ich damit? Wie komme ich klar? Und er meinte, ach, das ist alles sehr einfach. Ich zeige es dir alles in halbe Stunde und dann hast du es. Und das war wirklich relativ einfach. Also, naja, man muss ein paar Sachen sich eignen, aber im Prinzip ging's. Das Schwerste war natürlich, ich habe Makrokosmos 2 gemacht damals, das Pfeifen. Man muss Pfeifen lernen und ich konnte gar nicht pfeifen. Und es gibt auf Russisch so eine Aberglaube, dass wenn man zu Hause pfeift, dann hat man kein Geld. Mm. Und also stell dir vor, es ist Winter in Norwegen, sowieso wenig Licht. Ich gehe spazieren in die Stadt. Dunkel, Regen, was auch immer und Pfeife. Und das war eigentlich das Schwerste, genau. Und von da an habe ich einfach angefangen, mir Werke anzuschauen und das war total neue Welt natürlich. Das ist so anders und dass man mit Komponisten arbeiten kann und ja. Aber ist ja ein wichtiger Bestandteil geworden in deiner Arbeit. Genau. Und von George Crumb hast du, glaube ich, ziemlich viel gemacht, oder? Ja, genau. Also ich habe Klavierwerke gemacht, ich habe mit Sopranisten gemacht und im Trio gemacht, ja.
Und das mit Pfeifen, hast du das dann hinbekommen? Ja, ich habe das hinbekommen. Das Schwerste war natürlich auch, dass man dazu noch Fagioletten spielen muss und zwar ganz andere Melodie. Und im Konzert war das natürlich alles durcheinander, trockener Mund, Aufregung, aber ja. Ich finde es interessant, weil ich auch nicht pfeifen kann und ich habe es bisher nicht üben können. Und ich habe auch gehört, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich nicht können. Und Kathy Barbarian, die ja die ganzen Berriot-Geschichten unter anderem gemacht hat, konnte nämlich auch nicht pfeifen. Also sowas gibt es tatsächlich auch, aber ich finde es super, dass du es hinbekommen hast. Ich sollte bei dir heute noch einen Pfeifkurs machen. Also es gibt drei Arten von Pfeifen. Also man muss normal pfeifen, dann trillern und dann noch so Staccati-Pfeifen machen in dem Stück. Und ja, das war schwierig, aber es geht. Ja. Du hast es hingekriegt. Was macht dann für dich persönlich gute neue Musik aus? Also abstrakt genommen, ich würde sagen, ich finde es toll, dass es gibt noch Komponisten überhaupt in der Welt, weil es ist so ein idealistisches, idealistische Welt, dass man komponiert, man schreibt die Ideen auf, die sehr abstrakt sind. Musik ist ja sehr abstrakt und heutzutage sind wir alle sehr praktisch und die Zahlen und alles sehr, sehr klar und deutlich und wir sind in sehr digitalen Welt und unterwegs und dann zum Gegenteil, Musik ist ganz von woanders. Also ich finde, es ist einfach toll, dass diese Tradition noch weitergeht und dass da drin sein zu dürfen, also da mitzumachen, das ist natürlich für mich große Ehre und außerdem ist es einfach, macht mir großen Spaß und Freude, weil es gibt so viele neue Ideen, die Komponisten heutzutage entwickeln und das ist eine Bereicherung für mich. Okay, und du hast ja schon Komponisten, Komponistin angesprochen, hast ja auch schon mit einigen gearbeitet und besser kennengelernt. Was schätzt du besonders an diesen in der Zusammenarbeit? Das ist immer spannend zu gucken, woher die Ideen kommen und manchmal ist ein Bestandteil des Prozesses zu sein. Also erstmal gibt es eine Idee im Kopf von Komponisten, dann gibt es aufgeschriebenes Werk und dann irgendwann kommt es in die Hände von Interpreten und dann noch Ideen von Interpreten. Also es ist wirklich ein sehr langer Weg und mir ist es einfach spannend und interessant zu gucken, woher das alles stammt. Natürlich von den verstorbenen Komponisten können wir das nicht mehr holen und wir interpretieren so und so und so, aber mit lebenden Komponisten, das ist immer auch unterschiedlich. Manche wollen ganz präzis haben, was die aufgeschrieben haben. Manche schreiben nichts besonders, nicht so viel auf und dann wollen trotzdem jede Ton so und so haben und manche sind sehr offen und das ist, dieser Austausch macht viel aus für mich. Und wie ist das so in deinem Freundeskreis, Familienumfeld, also das Publikum, wie geht das auf deine Art Musik zu machen um? Was hast du da erlebt? Also überraschenderweise sind 99% meiner Freunde Familie und die alle nicht zur Musikwelt gehören, Zuhörer, die nehmen das immer sehr, sehr interessiert, neugierig an und wollen immer mehr wissen. Also deswegen mache ich oft vor dem Auftritt so ein kleines Gespräch oder Erläuterungen zu den Stücken, zu Komponisten, zu Entstehen der Werke und das kommt immer sehr gut an und manchmal gibt es natürlich ein bisschen komische Reaktionen, aber insgesamt, ich würde sagen, ich bin immer sehr gut unterstützt und das ist für mich auch verwunderlich, weil ich war selbst als Musikerin, als Jungstudentin sehr skeptisch und das war vielleicht, weil ich hatte wenig Erfahrung, wenig Kontakt mit guten, neuen Musik und es gab einfach wenig Informationen. Und was hat dir dann geholfen? Einfach die Beschäftigung damit? Also wenn ich mir selbst das Stück angucke, es ist oft so, dass erstmal
weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und ob es mir gefällt und bin skeptisch wieder. Aber wenn ich da drinne bin, ich kann fast jedes Stück wirklich so gut aneignen, dass es mir sehr gut gefällt. Also es ist erstaunlich, wie es durch eigene Arbeit, dass man selbst das in die Hände nimmt, wie es sich ändert. Das stimmt, ja, du tauchst ja so richtig ein. Und genau, und man findet auch schöne Momente, auch in ganz banalen, also zum ersten Blick Stellen. Also das ist wirklich erstaunlich für mich, ja. Und du hast ja schon ein bisschen angedeutet, manchmal gibt es ja auch Menschen, die Vorurteile gegenüber der neuen Musik haben. Und du sagtest ja schon, du machst dann auch Einführungsvorträge. Das finde ich auch immer super, die Leute wirklich reinzuholen oder auch mit dir vielleicht mehr zu verbinden, dass sie dich auch sprechen hören. Was wünschst und tust du dafür, dass sich auch diese Vorurteile ändern können? Ja, es gibt manche Menschen, die, wo nichts helfen kann. Also ich hatte ein paar Mal Erfahrungen gemacht, aber im Prinzip, ich glaube, das ist nur, dass die Information fehlt und diese Kultur ist ein bisschen verloren gegangen, wo man selbst zu Hause musiziert und so ein bisschen selbst recherchieren kann und möchte. Und viele können ja jetzt nicht mehr Instrumente spielen und selbst die Arbeit machen. Deswegen ist es wichtig, dass die Interpreten auch da einfach die Arbeit erzählen und die Recherche sozusagen auf die Welt bringen sozusagen. Und also ich finde, dass es ist schon wichtig, dass man unterschiedliche Musik hört und genießen lernt. Und ich meine, nicht alle müssen jetzt neue Musik lieben. Das ist nur, dass diese Musik ist ein großer Teil. Und so historisch traditionell war es so, dass Interpreten haben viel neue Musik gespielt. Und im 20. Jahrhundert mit der ganzen Rundfunk- und Schallplattenindustrie, das ist ein bisschen verloren gegangen, dass viele haben aufgehört, einfach Instrumente zu spielen und selbst Musik zu machen. Genau, und diese neue Musik ist jetzt in einer kleinen Nische, wo der Kontakt zwischen traditionellen Musik auch, also Elternmusik nicht so gut ein Bestandteil ist und es ist oft so, dass Interpreten entweder neue Musik spielen oder alte Musik spielen. Und ich finde, es ist immer eigentlich ganz gut, wenn durchgedachtes Programm mit so 50% 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert und dann 50% 21. Jahrhundert, das bereichert das Programm, das macht das Publikum auch interessiert. Und die können auch so ein bisschen was Bekanntes hören und dann auch noch was Neues. Also es ist schon, ich mache hier keine Offenbarung oder so, aber ich finde, auch wenn man eine oder andere Stilrichtung nicht mag, das heißt nicht, dass man das nicht hören kann und nicht genießen kann. Genau. Das klingt nach, dass es gut wäre, wenn die Menschen einfach offen sind oder sich auch bereit sind, mit Dingen zu beschäftigen, die einfach auch auf der Welt sind, egal ob das jetzt dann gleich die Lieblingsmusik von einem selbst ist oder wird. Und ich meine, bei mir war es ja, also ich bin auch relativ früh mit der neuen Musik in Verbindung gekommen, aber so geht es, glaube ich, allen, die neue Musik machen. Mich hat es halt hingezogen, weil ich auch immer so neugierig war und dann neue Klänge entdeckt habe und ich überrascht werden wollte. Und natürlich umso mehr ich neue Musik jetzt gemacht habe und mache, umso weniger werde ich überrascht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich natürlich schon so viel auch gehört habe. Aber das höre ich halt irgendwie immer wieder. Und das ist, ich glaube, das ist schön, sich so eine Neugierde, so eine Offenheit zu bewahren. Und ich glaube auch das, was du sagst, ich stelle ja auch gerne, was weiß ich, John Cage und Hildegard von Bingen oder so gegenüber. Und ich finde schon, dass man dann auch die alte oder die klassische Musik anders hört. Und
Ja, ich wünsche mir da auch mehr, dass es sich mehr verbindet und vielleicht normaler wird, weil es ja auch einfach so eine, letztendlich eine Hörgewohnheit ist. Und meine Eltern waren anfangs auch eher sehr, weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich schön finden sollen, und sind natürlich dann wegen mir in die Konzerte gegangen, und mit der Zeit fanden sie es immer besser. Also, und das ist, glaube ich, einfach dieses Einlassen und... Naja, die Ästhetik ja ist so eine Sache. Also was ist schön? Ich meine, wir sind einfach gewohnt, dass diese harmonische Klänge des 19. Jahrhunderts als schön bezeichnet werden. Aber muss die Schönheit nur so quasi traditionell und, ich mal ganz böse sagen, langweilig sein? Oder ist die Schönheit auch so mit bisschen überlegen oder so anhören, aneignen, wird auch zu sehr interessante neue Harmonien, neue Klänge, neue Perspektiven entdeckt werden. Also es ist so eine Frage, was ist denn schön? Und unterschiedliche Menschen, auch manchmal spiele ich neue Werke von zeitgenössischen Komponisten, und ich finde, die, zum Beispiel ein Stück ist ein Stück ist interessant, aber nicht genau schön. Und dann mein Mann, der ist kein Musiker, und der sagt, oh, das Stück war schön. Ich denke, okay, gut, dann ist es eben so. Also vom Zuhörperspektive ist es dann anders. Mhm. Genau, jeder darf ja auch seine Meinung haben. Und das ist ja auch immer wichtig, sich da einfach einzufühlen. Ne? Also ich weiß, dass oft Leute, die vielleicht jetzt nicht so wie wir so, so ein Fachpublikum dann sind, die wollen immer ganz viel wissen oder denken, sie müssen was verstehen. Ich sage, ich muss gar nichts verstehen. Also geh einfach rein und du hast irgendeine Reaktion, und das reicht. Und aber ich glaube, da sind dann vielleicht eher Leute wie wir anders oder mutiger, weil zum Beispiel auch wenn ich manchmal in die Oper gehe, auch in Stücke, die ich noch nicht gesehen habe, ich lese mir oft bewusst vorher nichts durch, weil ich einfach sehen will, was passiert mit mir, wenn ich da reingehe und keine Ahnung von der Handlung, von nichts habe, und dann lese ich es mir vielleicht hinterher durch. Und aber vielleicht trauen die sich das dann nicht, obwohl ich denke, es ist doch eigentlich egal, es geht ja nur um das Wahrnehmen. Ja, genau, diese Hörerfahrungen, die sind alle unterschiedlich, und das Prozess, wir nehmen das auch unterschiedlich wahr. Und außerdem ist die Schönheit ist nicht das einzige Ziel. Also kann auch ganz spannende Musik sein oder, was weiß ich, böse oder spukhaft. Genau. Ja, genau. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, du kommst ja aus einem ganz spannenden Land, aus Aserbaidschan, Baku. Wie hat dich das geprägt oder wie war da so die Art des Musikmachens? War das da sehr verbreitet oder singt man da vielleicht noch richtig viel? Man sagt, dass aus der ganz bestimmten Ecke Aserbaidschans, aus Karabach, kommen die alle Musiker und so musikalische Menschen. Und mein Vater kommt von der Ecke, und es wurde mir immer gesagt, ja, du kommst aus Shusha und du bist sehr musikalisch sowieso, also das ist da kein Zweifel. Ich weiß es nicht, also kann sein, aber meine Familie war gar nicht musikalisch, wir haben keine LPs zu Hause oder so. Es war gar nicht, also keine Rede von der Musik, und alle waren ziemlich erstaunlich, dass ich zu Musikern wurde. Von daher, also Sachen könnten mir auch leichter fallen, wenn meine Eltern dann vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hätten, aber ich bin auch dankbar, wie es geworden ist. Also ich hatte ja auch andere Ausbildung gemacht am Anfang als, ich habe internationale Beziehungen studiert, so als Politikerin. Und dann habe ich dann sofort gewechselt auf Konservatorium und habe dann keinen Tag gearbeitet als Politikerin. Aber trotzdem wusste ich auch am Anfang gar nicht, was ich damit machen möchte. Aber ich habe immer Musik gemacht. Das hat mir immer... Ja, das war einfach selbstverständlich. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt hast du ja schon... Also du bist ja sowieso rumgereist, also du kennst Aserbaidschan, du hast eben in Norwegen studiert, jetzt bist du schon sehr lang in Berlin. Wie nimmst du diese unterschiedlichen Länder wahr in Bezug auf Musik oder auch auf neue Musik? Also für die neue Musik ist natürlich Berlin ein sehr weit entwickelter Stadt.
und es passiert ganz viel. Und im Vergleich zu Berlin, zum Beispiel in Norwegen, gab es ein paar gute Festivals, aber so inzwischen hat wenig passiert. Und das Gleiche auch in Aserbaidschan, gibt es ein oder zwei Festivals. Von daher finde ich, dass ich bin zurzeit in Berlin richtig. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Ja, klar. Genau, wir sind ja auch gerade ein bisschen in einer besonderen Zeit. Wir sind ja noch, keine Ahnung, ob das jetzt mal irgendwie ein Ende hat, noch in dieser Corona-Zeit, oder sind noch in einer Art Lockdown gerade, obwohl, glaube ich, wieder ein bisschen was gelockert wird. Und du hast auch ein ganz spannendes Projekt gemacht, wo du ja Menschen, Musiker, Musikerinnen gebeten hast, etwas für dich zu improvisieren. Und dann hast du selber dazu auch noch improvisiert und hast auch immer tolle Filme gemacht. Die fand ich auch immer sehr ästhetisch spannend. Ich habe da auch mitwirken dürfen. Der Film wirkt so ein bisschen fast wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film. Das kriselt auch mal so ein bisschen. Und also ich finde, du machst ganz spannende Projekte. Dann gibt es auch was, wo du immer in so einem Schaufenster bist und auch toll Piano spielst. Also hast du auch Formate gefunden, die jetzt in dieser Zeit möglich sind. Also du bist super kreativ. Magst du uns über diese Projekte was erzählen, wie es zu denen gekommen ist? Mit den Impros war nur so eine Idee, ein Experiment. Ich habe oft solche Ideen, aber das mit dem Aufschreiben und Anträge stellen, das ist immer schwierig für mich. Aber irgendwie hat es geklappt, hatte viel Zeit investiert und dann habe ich das wirklich als Idee entwickelt, das mit dem Improvisieren. War es so, dass ich eigentlich nicht so lange her angefangen habe zu improvisieren. Vielleicht 2 Jahre oder so, hatte ein paar Projekte, als es noch kein Corona gab, in Ensemble und in Duo und so weiter. Und dann war es aber kein Bestandteil meines Berufs oder so. Es war nur so spontan, sporadisch. Und dann hatte ich so im letzten Sommer mit einem Bekannten von mir so ganz spontan angefangen zu improvisieren, vierhändig am Klavier. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das daraus nicht ein Projekt? Ich lade Leute ein zu meinem Proberaumstudio, wo ich meinen Flügel habe, und wir improvisieren und dann filmen das vielleicht. Und natürlich war das so ein bisschen heikel mit den ganzen Abstandsregelungen und so weiter. Und dann dachte ich, dann gut, mache ich eben eine Aufnahme. Quasi der Mensch ist bei mir, aber über Aufnahme wirkt es. Also ich habe die Aufnahmen nicht vorher gehört oder so. Ich habe das wirklich als Impro empfunden, mir zum ersten Mal gehört, als ich schon bereit war zum Aufnehmen, Kameras gestellt, angemacht und dann versucht, so ein bisschen zu reagieren auf die Beiträge, die ich bekommen habe. Das mit dem ganzen Aufwand war sehr viel Aufwand, aufzunehmen, schneiden, Videos zu machen. Aber das hat Spaß gemacht und so viele unterschiedliche Sachen habe ich bekommen. Und so ungefähr, weiß nicht, 15, 17 Tracks ist es geworden. So kleine Filme, manche länger, manche kürzer. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte viele meine eigenen Ideen, zum Beispiel habe ich ein Track bekommen mit, was weiß ich, Cello. Und dann dachte ich, was kann ich zu Cello machen? Welche Techniken konnte ich so theoretisch benutzen? Und dann ist es natürlich ganz anders geworden, weil ich wusste ja nicht, was der Kollege auf dem Cello spielt, wie er improvisiert. Oder wenn ich dann so Guidelines von Komponisten bekommen habe, spiel hier schnell, spiel hier hoch oder was weiß ich, ein Bild, worauf ich meine Ideen so improvisieren musste. Das war auch, es ist immer anders geworden, als ich mir so vorgestellt habe, aber trotzdem finde ich ganz unterschiedlich von einem zum anderen. Und also da waren jetzt nicht nur Musiker, sondern offensichtlich auch Komponisten und bildende Künstler auch mit dabei. Genau, 2 oder 3 Komponisten hatte ich, die haben für mich so quasi Guidelines, also Ideen aufgeschrieben, was oder in welche Richtung ich spielen darf. Und das war natürlich sehr frei. Ich konnte 5 Minuten oder eine halbe Stunde spielen und
Das war auch so eine Sache. Als Musikerin bekommt man immer notierte, ganz bestimmte Ideen, die man so hin und her ein bisschen anders machen kann. Aber im Prinzip ist es nicht so offen. Ne? Mhm. Und hier konnte ich alles Mögliche machen. Das war erstmal wirklich schwierig, sich einzustellen, dass man nicht nur... wie soll ich sagen... Ich habe natürlich versucht, vorher mir ein bisschen vorzustellen, was kann ich denn machen? Ich kann auf den Saiten spielen, ich kann mit dem Pedal arbeiten oder ich spiele nur auf den Tasten, spiele Staccato oder vielleicht... Und dann war es so, als ich die Tracks zugehört habe, dann dachte ich, Mist, das, ich weiß gar nicht mehr, ich kann auch das machen. Oh, das ist schön, aber ich könnte so reagieren. Also es war wirklich neue Erfahrung für mich. Und ich bin sehr gespannt, wenn es wieder erlaubt ist, so wirklich in einem Raum mit mehreren Musikern zu treffen und dann wirklich Live-Impro zu machen. Das wäre dann natürlich sehr spannend. Cool. Und ja. Das andere Projekt, was du im Schaufenster gemacht hast? Ja, die Tollpianos. Also das hat angefangen so, dass ich ein neues Werk von George Crumb bekommen habe, also die Noten. Er hat ja 2018, glaube ich, ein neuer großes Zyklus geschrieben für Klavier, Metamorphosen, und da war ein Teil, wo man auf dem Tollpiano spielen muss, und ich hatte kein Tollpiano. Ich dachte, Mist, was mache ich? Ich möchte unbedingt dieses Zyklus spielen, und dann habe ich ein bisschen gesucht, ein Tollpiano gefunden, und dann hatte ich von jemandem auch eine Komponistin ein Stück bekommt für Tollpiano. Sie hat gehört, dass ich Tollpiano gekauft habe oder was weiß ich, auf Instagram gepostet. Und dann kam noch ein Werk, dann von John Cage gab es ein bekanntes Werk, und dann noch jemand hat für mich was geschrieben am Tollpiano, und dann hatte ich plötzlich 10 Stücke oder so, 8 Stücke für Tollpiano. Und ich hatte ja letztes Mal Livestreams gemacht aus meinem Studio am Flügel. Und dann dachte ich, mache ich vielleicht auch bei Tollpiano sowas. Und irgendwie nach einem Jahr Livestreams ist nicht mehr so spannend, auch vor allem für Musikern, das zu organisieren, zu machen. Und ich hatte einfach Lust auf irgendwie auch so eine seltsame Art, aber Interaktion mit Publikum. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das organisieren? Es war gerade Februar oder so oder Januar. Und da rückte mein Geburtstag näher im März, und ich dachte, ich spiele einfach am Tollpiano, und es muss nicht unbedingt wie großartige Podium sein, sondern irgendwo, habe ein bisschen überlegt, vielleicht im Nachbarschaufenster bei mir in Weißensee oder woanders, und dann habe ich entschlossen, bei meiner Freundin, Komponistin Margareta Huber, zu machen. Sie hat ein Atelier in Wedding, und dann habe ich das erste Konzert gemacht, das ich an meinem Geburtstag am Schaufenster für Freunde und Passanten und alle, die Interesse haben, spiele, und dann hatte ich einfach mehrere so Schaufensterchen gefunden, wo ich das auch machen kann. Es gibt noch 2-3 Konzerte jetzt im Sommer und Herbst. Das ist interessant, weil es ist ein ganz anderes Gefühl. Man darf überall spielen am Tollpiano. Also für dich ist es natürlich anders. Du hast deine Stimme immer dabei, aber für Pianisten ist es immer so ein Ding. Man muss einen Flügel haben. Ne? Und mit Tollpiano war es plötzlich überall möglich. In einem kleinen, winzigen Laden oder Ausstellungsraum oder überall. Und das war toll. Und es kamen immer unterschiedlich viel oder weniger Menschen vorbei, aber immer interessiertes Publikum, und die Stücke sind natürlich manche sehr aufwendig, manche weniger aufwendig, aber es ist ein Riesenrepertoire für Tollpiano eigentlich. Mhm. Und ich habe nicht mal einen Bruchteil jetzt aufgeführt. Das macht Spaß. Ja, super. Ja, Tollpiano ist mir ziemlich vertraut, weil in Düsseldorf gab es einen Pianisten, der heißt Bernd Wiesemann, der hat auch sich sehr viel für Tollpiano eingesetzt. Der hatte auch, ich weiß nicht wie viele, 30 oder 50 Stück. Der ist nur schon verstorben und hat dort aber auch ganz viel, was das betrifft, in Gang gesetzt. Da sind auch ganz viele Stücke geschrieben worden, und jetzt
hat ja auch Friederike Möller da weitergemacht, auch eine Pianistin mit Tollpiano und einem Tollpiano-Festival. Also das gibt's immer mal und da gibt's auch echt coole Stücke. Ich habe es auch schon mal spielen dürfen, weil Moritz Eggert das auch manchmal einbaut. Und selbst wenn ich Sängerin bin, gibt es Stücke, wo ich auch noch ein bisschen auf diesem Tollpiano spielen darf. Und ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf das Tollpiano drauf an. Aber das, was ich hatte, das fand ich gar nicht so einfach, weil auch manchmal die Tasten irgendwie hängen geblieben sind und so. Also das hat nicht immer das gemacht, was ich wollte, obwohl ich auch ziemlich lang in meinem Leben Klavier gespielt habe. Aber ich hoffe, dass das bei dir dann besser war. Nein, nicht unbedingt. Also es ist schon Spielzeug und es geht auch relativ schnell kaputt. Also vor allem die nicht originell von Schönhut zum Beispiel kommen. Ja, das ist eben so. Das muss man eben kaufen, eben wenn man ein Repertoire einbaut. Das ist ein Spielzeugklavier. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich hatte auch ein Erlebnis. Ich hatte dann, glaube ich, auch so einen Schönhut, hatte mir eine Freundin mal ausgeliehen. Und ich habe das dann im Auto dann in meine Stadt transportiert. Und als ich losfuhr, flogen plötzlich alle Tasten durchs Auto. Und ich dachte, Gott, jetzt ist das Ding kaputt. Und dann bin ich aber heimgefahren und war dann aber ganz erleichtert, dass man die Tasten wieder ganz leicht da reinsetzen kann. Also sie fliegen leicht raus, bei manchen dieser Tollpianos, aber es gehen auch wieder leicht rein, weil... Und dann habe ich aber danach das immer etwas anders verpackt, weil ich nicht jedes Mal irgendwie von den Tasten erschlagen werden wollte. Ja, das Problem kenne ich auch. Aber ich dachte so, oh, jetzt hast du dir das ausgeliehen, das Ding ist jetzt kaputt, was machst du jetzt? Naja, genau, wir haben schon gehört, was du alles, vieles machst und dass du offensichtlich auch sehr, sehr kreativ mit dieser sehr speziellen Zeit umgegangen bist. Wie teilst du dir so deinen Tag ein? Gibt es eine Art Zeitmanagement? Gibt es was du auch empfehlen könntest? Oh, ich bin nicht so gut mit Zeitmanagement, finde ich, obwohl ich das natürlich versuche. Und ich finde, es ist schrecklich, dass man immer morgens, vormittags produktiv ist, weil man möchte immer länger schlafen. Ich weiß nicht, ich versuche es immer so ein bisschen flexibel zu sein, aber ja, man muss E-Mails schreiben und alles Mögliche recherchieren und Anträge stellen und so weiter. Und das ist natürlich, ich sag's immer, das ist nicht mein Beruf eigentlich, nicht mein Job, aber wir machen alle das trotzdem und das klaut natürlich viel Zeit vom eigentlichen Üben, eigentlichen Musizieren. Aber ja. So ist es. Ja, aber trotzdem versuche ich jeden Tag zum Üben zu kommen. Einen Tag der Woche oder einen Tag in zwei Wochen erlaube ich mir nicht zu üben. Schön. Ja. Und hast du dann feste Übezeiten oder das variiert bei dir? Genau, also es war ganz lange, dass meine Tochter klein war und es war immer tagsüber. Danach abends habe ich sie abgeholt, Kita, Schule. Jetzt ist es alles so ein bisschen chaotisch, aber ja, wie gesagt, man ist vormittags produktiver und deswegen versuche ich 3-4 Stunden morgens zum Üben zu investieren. Genau. Und wofür bist du derzeit dankbar? Ich bin dankbar, dass wir trotz der Umstände weiter irgendwie in irgendwelchen Formate machen dürfen und dass wir Unterstützung bekommen, auch wenn die manchmal komisch ankommt und so aufwendig zu kriegen ist. Und ich bin auch dankbar für die Unterstützung, die viele Kollegen, Freunde, Familie, wie die uns Musikern unterstützen und immer interessiert sind und vorbeikommen zu Konzerte und die Livestreams angucken. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe schlechtes Gedächtnis in diesem Sinn. Ich glaube, meine Professoren natürlich in meinen Hochschulen haben mich sehr weit geprägt und mir viel geholfen in unterschiedlicher Weise. Das sind mein Professor aus Baku, Oktar Vaskuliev, und mein Professor aus Norwegen, Einar Röttingen, und mein Professor aus Halle,
Jochen Köhler. Und natürlich, das Leben inspiriert mich. Meine Familie, meine Tochter, mein Mann und meine viele, viele Freunde, die Musik machen und mir Werke widmen, mit mir arbeiten, Komponisten. Also ich finde auch hier dankbar, dass ich überhaupt damit klar weiterkomme, dass ich Musik machen darf und davon leben kann. Es ist nicht selbstverständlich überall in der Welt. Hier hatte ich einfach Glück und dafür bin ich auch dankbar. Mhm. Ja. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness? Und wie gelingt dir das? Ich denke, das ist so eine Zeitfrage. Man muss als Jungstudent oder als junger Künstler immer vieles annehmen, also aufnehmen, viel durchgehen und viele Fragen stellen und ein bisschen Zweifel zu haben, manchmal ist auch verzweifelt zu sein, um irgendwann durchzukommen und sich selbst zu finden. Das klingt sehr abstrakt, aber es ist nicht so, dass man von Anfang an authentisch ist, weil man hat sehr viele Einflüsse und man hat sehr viel, was passiert im Leben und irgendwann eignet es sich ein und dann hat man sozusagen eine Persönlichkeit entwickelt, aber das passiert nicht sofort. Und auf diesem Wege sind viele einfach nicht durchgekommen und man weiß nie, ob man wirklich treu ist, ob man authentisch ist, ob man irgendwie in Anführungszeichen richtig macht oder hat man irgendwo falsch abgebogen und ist, ob der Weg irgendwie überhaupt irgendwo hinführt. Das ist auch sehr schwierig, aber wenn man denkt, oh mein Gott, ich bin jetzt so, weiß nicht, 20, 30, 40, was habe ich alles geschafft? Das sind nicht die wichtigsten Fragen, sondern ich finde, ob das mich glücklich macht, ob das richtig fühlt, das sind wahrscheinlich die Fragen, die man beantworten muss, um authentisch zu bleiben. Ja, weil jeder hat natürlich eigenen Weg und das Problem ist, finde ich, in der heutigen Welt, dass wir haben alle so diesen Wunderkind-Syndrom, dass wir wollen, dass die, vor allem in der Musik, auch wie im Sport, das alles sehr früh passiert. Und wenn man erst mit 50 authentisch wird, das ist irgendwie, obwohl es ist nur Alter, also wie lange bin ich auf der Welt, das ist alles sehr gemein. Mhm. Aber ja. Ja, es ist definitiv ein Weg. Mhm. Und ein Weg, der wahrscheinlich auch nicht endet, weil wir uns ja auch immer wieder neu entdecken oder auch neue Situationen oder selbst wenn wir schon Situationen gemeistert haben, kommen ja vielleicht wieder Situationen, die irgendwie neu oder so, oh, was mache ich jetzt? Und dann darf ich mich wieder neu finden. Was bedeutet für dich Erfolg? Das ist auch, glaube ich, die Frage, die ein bisschen gebunden ist zu der Frage zur Authentizität. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Was bedeutet, meinst du, was ist Erfolg für mich? Oder wann fühle ich mich erfolgreich? Es sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen, weil in dem, was ich mache, fühle ich mich nicht immer oder sehr oft nicht 100% glücklich und nach meinen Gefühlen, nach einem Konzert oder Aufnahme oder ja, irgendwelche Aufführungen bin ich zum Beispiel in meinem eigenen Auftreten nicht so ganz glücklich, aber wenn viele zugehört haben und der Komponist selbst war glücklich und dann ist es dann Erfolg, oder? Also ich weiß es nicht. Ich finde, wenn man weitermachen darf und davon leben kann, ist es schon Erfolg. Aber für mich persönlich, ich finde Erfolg wahrscheinlich, wenn unabhängig davon, was die anderen sagen, wenn ich mich am Ende der Reise fühle und dass es rechtzeitig abgeschlossen ist, wenn ich das Stück oder ein Impro rechtzeitig
bis zum Ende gebracht habe, ohne irgendwelche Kompromisse zu suchen, dann ist es schon Erfolg. Hm. Ja klar, Erfolg hat, denke ich, viele, viele Facetten. Und du hast ja auch vorhin bei der Frage mit dem authentisch auch das mit dem glücklich sein oder erfüllt sein. Und für mich gehört das auch immer sehr, sehr dazu. Aber jeder darf da natürlich seine Definition haben. Was treibt dich an oder hast du eine Vision? Ich glaube, da gibt es mehrere Teile zu dieser Frage. Erster Teil ist, dass ich mich auch persönlich sehr viel mit der Zeit beschäftigt habe. Was ist Zeit für mich und reicht die Zeit? Wie schnell vergeht die Zeit? Wofür benutze ich die Zeit? Und ich denke, wenn ich spiele, dann bin ich unter anderem, ich bin so sehr selten im Moment jetzt, heute, gerade, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich spiele, dann bin ich in diesem jetzigen Moment. Dann bin ich gerade da, wo es jetzt passiert. Ich bin nicht mit meinen Gedanken vorne oder hinten. Ich bin jetzt und ich bin angekommen quasi. Und das das steuert zum Glücksgefühl natürlich, dass ich mich glücklich fühle, wenn ein sehr einfaches Gefühl, aber sehr schwer sonst zu bekommen. Und das treibt mich an, natürlich weiterzumachen, in diesem Beruf zu bleiben, auch wenn es so schwer ist und verzweifelnd manchmal. Das ist dieses Zeitgefühl, dass ich dann wirklich gut mich auf diesen jetzigen Moment verlassen kann. Das andere ist wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, dass ich was Richtiges tue. Vor allem, wenn ich die Musik, die für lange Zeit vergessen wurde oder die aus unterschiedlichen Gründen verboten war oder sowas, damit habe ich mich auch eine Zeit beschäftigt, die Stücke auszugraben. Das Gefühl, dass ich was Gutes tue für diese anderthalb Zuhörer, die da Interesse haben. Dass alles, was diese musikalische Schaffen von den Komponisten und Komponistinnen aus der Vergangenheit vor 100 Jahren, die verfolgten Komponisten und Komponistinnen, dass es alles nicht umsonst ist, dass es auch nicht alles in Archiven liegt, sondern so ein bisschen rauskommt. Und das geht auch natürlich für die Komponisten und Komponisten, die jetzt leben. Viele haben wirklich keine Stimme, also im direkten Sinne. Sie schreiben was auf dem Papier, aber für die Interpretation, das kommt nicht so oft. Und ich versuche da oft einfach was Gutes zu tun, so Altruistisches. Das ist ein Teil, ja. Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern und Künstlerinnen geben? Ich fühle mich jetzt so eine alte Dame, die du bist langen Weg, nicht alt. einen langen Weg schon hinter sich hat und so irgendwie aufgehört hat zu spielen und jetzt kann... Nee, also wenn ich mich vor 15 Jahren getroffen habe, dann würde ich sowas sagen. Es gibt... das hat wirklich Zeit gebraucht, das zu verstehen und für mich zu verstehen. Dass jeder Mensch hat einen Weg, so ganz praktisch gesehen. Also das auch in der Musik, es gibt keine Vorschriften, obwohl wir das ganz oft so sehen, dass man geht zu berühmten Hochschule, zu berühmten Professoren und dann macht, Aufnahmen und spielt dann in großen Konzerthallen. Das muss nicht unbedingt so sein, obwohl das ist natürlich ein guter Weg ist und praktischer Weg ist, aber es ist so, dass man, also für mich habe ich das herausgefunden, es gibt für jeden Mensch einen Platz in der Welt und egal
wenn man eine Idee hat oder wenn man hart gearbeitet hat, das ist wichtig. Wenn man hart gearbeitet hat und Ideen hat und irgendwie durchsetzen möchte, dann irgendwann findet man diesen Platz. Aber man weiß nicht natürlich, wann das passiert. Viele sind untergegangen bei diesen Umständen. Und ja, aber auf jeden Fall nicht aufgeben. Nicht aufgeben und vertrauen in den Weg, in den eigenen Platz. Ja, wunderbar. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute diese Zeit für mich genommen hast, dieses Interview. Ich danke dir. Und ja, wir sehen uns ja dann gleich noch auf der Bühne und in unserem Stream. Und dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Danke, ich dir auch. Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.